Wie weit kann ich mich meinem Gegenüber nähern, ohne aufdringlich zu sein? Wann ist Sex einvernehmlich und wann ist es eine Vergewaltigung? Und wie offen kann ich überhaupt über Sex sprechen? Fragen wie diese beschäftigen die 7 Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien und dem Irak, die freiwillig an diesem Kurs im Berliner Problembezirk Marzahn teilnehmen. Uns ist es wichtig, dass die Menschen, die an diesen Kursen teilnehmen, dass sie erstmal einfach sich mit dieser Thematik beschäftigen, dass sie überlegen, wo sind ihre Standpunkte, wie interpretieren sie Sachen, wie kommt sie hier in dieser Gesellschaft an und was können sie einfach tun, wenn es Gegebenheiten gibt, wo sie vielleicht Hilfe benötigen. Die Männer diskutieren eifrig in einer Mischung aus Deutsch und Arabisch über die Themen. Sie sind froh, an dem Kurs teilnehmen zu können. Doch das Angebot ist nicht unumstritten. Pro Asyl befürchtet, dass die Kurse Vorurteile gegenüber Flüchtlingen befördern könnten. Außerdem gibt die Organisation an, ließen sich Normen und Werte immer noch am besten im täglichen Leben lernen.